Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast. Und ich freue mich so wahnsinnig, dass die liebe Michaela Huber, hallo Frau Huber, Hallo, Marist. dass Sie zugesagt haben und dass Sie hier bei dem Kongress mitmachen, dass Sie einiges aus Ihrer Erfahrung, Erkenntnisse hier mit uns teilen. Und dass wir jetzt einfach ein schönes Gespräch haben. Ich freue Ich mich auch. genau, und einleiten möchte ich ein bisschen zu Ihrer Person sagen. Nicht viel, weil ich glaube, es gibt kaum jemand, der jetzt zuhört oder zuschaut, der oder die Sie nicht kennt oder Ihren Namen schon nicht gehört hat. Für mich sind Sie oder gelten Sie wirklich als eine der, ja, gesellschaftlichen Ikonen und nicht nur in Traumalandschaft, sondern auch gesellschaftliche Ikonen hier in Deutschland oder deutschsprachigen Raum. Und wenn es auch um Entwicklungs- und Bindungstrauma geht, dann insbesondere. Und sie wirken seit über 40 Jahren. Und da haben sie auch, wie erwähnt, auch gesellschaftlich sehr, sehr viel bewirkt und auch einiges an, ja, unterstützende Institutionen mitgestaltet, initiiert, aufgesetzt, Gesellschaften gegründet. Und wir können, glaube ich, sehr, sehr viel, ja, Ihrer Arbeit danken. Genau. Und wir hatten im Vorfeld ein bisschen plaudert. Und ich möchte jetzt ganz gern nach Ihrem Leitsatz fragen, was Sie uns jetzt hier in das Gespräch mitgebracht haben. Was begleitet Sie ja schon lange? Es gibt ja viele gute Sätze, die man sich im Laufe des Lebens sagen kann. Ich nehme jetzt mal einen. Also, nichts, was wir tun, ist ohne Sinn. Wie hat dieser Satz Sie gefunden? Oder der Satz Sie? Ja, ich glaube, ich habe das aus unendlich vielen Beobachtungen und Gesprächen mit Menschen gewonnen, die dachten, sie seien verrückt. Sie seien außen, draußen aus der Gesellschaft, sie würden einfach nicht funktionieren. Die ticken, ich ticke nicht richtig. Ich funktioniere nicht, ich bin nicht irgendwie richtig. Ich will doch nur normal sein, sagen so viele Menschen, ja. Und wenn ich mit ihnen ein bisschen länger habe arbeiten können, hat sich immer herausgestellt, dass alles, was an Symptomen oder Andersartigkeiten von ihnen entwickelt worden ist, alles sinnhaft war. Und zwar, dass es in bestimmten Situationen eine angemessene oder sogar, sagen wir mal, die beste Version war, wie man reagieren konnte auf eine Situation. Und dass wenn wir das verstehen, wir nicht so schnell anfangen, auch als Therapeuten die Ärmel aufzukrempeln, wenn jemand sagt, ich will das nicht mehr haben. Ja, dann geht es dann los, wir müssen das jetzt wegmachen und so. Und dann wird dann rumgeschraubt und so. Und ich habe so eine andere Frage. Ich möchte dann immer, bevor wir es wegmachen oder wenn es überhaupt sinnvoll ist, möchte ich gerne mal wissen, wofür es da ist. Und in diesem Zusammenhang ist mir ganz oft aufgefallen, dass das, was die Menschen so als sinnloses Symptom, Gewaber in sich spüren, selbst Schlaflosigkeit, Suchtverhalten, sich schneiden, brennen, alle möglichen schrecklichen Dinge, irgendwann einmal in ihrem Leben das Einzige war, was ihnen übrig blieb oder das Beste, was sie in der Situation tun konnten. Auch zum Beispiel zu dissoziieren oder sich einfach Amnesien anzugewöhnen, sozusagen für das, was gerade vor ihnen war. Ja, das alles macht Sinn. Und wenn wir diesen Sinn verstanden haben, dann haben wir einen leidenden Teil in
uns oder in den Klienten, Menschen verstanden. Und der fühlt sich dann auch verstanden und gehört. Und das hilft ganz enorm dabei zu sagen, ist es denn jetzt an der Zeit, es zu verändern? Das wäre die nächste Frage. Ja? Ist es jetzt überflüssig oder braucht man es noch für irgendetwas? Das sind Dinge, die sich daraus ergeben. Für mich sind das immer Gesprächssituationen, aber wenn es so ein Leitmotto gäbe, dann wäre das eines davon. Nichts, was wir tun, ist ohne Sinn. Ich finde es so machtvoll, diese Aussage. Und ich denke, dass einigen der Betroffenen das auch eine Erleichterung bringt, weil sie fühlen sich ja auch häufig so erdrückt, also nicht nur durch die Symptome und durch diese, ja, manchmal so wie so ein innerer Käfig, was man da so verspürt. Und auch das Leben empfindet man häufig sinnlos. Aber sobald ich einen Sinn geben kann und ich sage oder auch einfach mit dem Blickwinkel draufschauen kann, das hat alles einen Sinn gemacht und womöglich bis heute macht einen Sinn. Und das war eigentlich eine Stärke, dass ich das schaffen konnte. Dann erscheint ja letztes Endes meine Erkrankung oder ja, wie ich mich entwickelt habe, gar nicht mehr so verkehrt, oder? Ja, und selbst wenn die Leute suizidal sind, immer wieder, was sie so angedeutet haben, ne, dann kommt das irgendwo her, dieses Gefühl, ich kann das Leben nicht aushalten. Und dieses Gefühl, ich einfach nur ein bisschen zu präzisieren, ich kann so nicht leben. Wenn wir da wissen, es gab eine Zeit, in der das entstanden ist, dass man einfach, dass alles viel zu viel war, unaushaltbar schrecklich und so, dass ein Kind gedacht hat, ich schaffe das Leben nicht, ich kann das nicht. Ja? Und dieses Gefühl hat sich in eine latente Suizidalität verwandelt, die an bestimmten Stellen des Lebens, wenn es so krisenhaft wird, immer mal wieder zum Vorschein kommt und dann eine akute suizidale Krise auslöst, was ganz, ganz viele Menschen haben, die schon als Kinder gequält worden sind. Wenn wir das verstehen und sagen, das Kind hat eigentlich. Denn Biologie will leben, das Leben will eigentlich leben, immer. Ja. Das Kind hat eigentlich sich selbst, es ist kollabiert und hat gespürt und gewusst, und das war auch richtig zu diesem Zeitpunkt, ich kann so nicht leben. Und wenn wir das erstens mal dieses Kind, das man war, ein bisschen wertschätzend, freundlich, sorgsam lernen zu hüten, ja, das Kind, das gesagt hat, ich kann so nicht leben, das ist unaushaltbar, das ist so furchtbar, ich will eigentlich gar nicht mehr leben. Ja? Und dass es immer noch mal wieder auftaucht im Leben. Und jedes Mal können wir uns fragen, was bedeutet es, ich kann so nicht mehr leben? Was ist los, dass es wieder sich so zugespitzt hat? Aber sinnhaft ist alles, selbst der Gedanke, ich will jetzt aus dem Leben gehen, hat einen Sinn. Und so gibt es so viele Dinge, die Menschen entwickelt haben, sich irgendwie wegzumachen, wenn es nicht mehr geht, irgendwelche Kompensationen zu finden, wenn es unaushaltbar wurde. Und wenn wir diese Dinge zusammen verstehen, dann haben die Menschen, ich weiß noch nicht, ob es wirklich eine Ressource ist, die sie dann haben, aber sie haben auf jeden Fall über das Verstehen ein Anerkennen dessen, wie sie geworden sind. Und ich glaube, dass das Anerkennen genau das ist, was ihnen in der Bindung gefehlt hat. Häufig schon das Erkennen, also dass Elternfiguren gar nicht gesehen haben, wie das Kind ist und was es braucht.
Und dann erst recht das Anerkennen, auch da, wo du anders bist, als ich dich jetzt haben will, bist du doch ein geliebtes Kind. Und das hat so vielen gefehlt, dass das später ein etwas wird, was wir in der Therapie häufig erst machen. Wir versuchen als begleitende, helfende zu erkennen, wie bist du, ja, was macht dich aus? Wie denkst du? Wie bist du geworden? Und das Zweite ist, wir helfen beim Anerkennen. Also ja, das ist schwierig. Es gab aber gute Gründe, weshalb es so geworden ist. Und das macht was mit Leuten, wenn sie, das merke ich immer, wenn jemand anfängt, neugierig auf sich selbst zu werden, statt sich nur abzuwerten oder klein zu machen, oder sich so am liebsten gar nicht mehr da wäre, ja, vor lauter, oh nein, das ist so, ja, wenn wir die Menschen ein bisschen dahin führen können, dass sie wertvoll sind, dass alles, was sie tun, Sinn hat, dann helfen wir ihnen, sich selbst auf eine Weise zu akzeptieren, wie sie sind. Und das ist ein wichtiger Schritt dafür, Würde zu generieren. Ja, also zu sagen, ich bin nicht nichts. Also mich beeindruckt das immer, wenn jemand das zum ersten Mal sagen kann. Ich bin nicht nichts. Ja, Ja, viele ja, denken das. ja. Viele denken das. Ich bin Müll, denken ganz viele Leute. Und dieses, ich bin nicht nichts. Ich bin jemand. Und diese Entdeckungsreise auf eine wertschätzende Art und Weise zu machen, ist, glaube ich, das Schönste, was wir als helfende, begleitende Freunde, Partner, Angehörige tun können. Ja, einem anderen Menschen immer signalisieren, das, was du entwickelt hast, egal wie sehr es manchmal Amok läuft inzwischen, ja, Ja. und dysfunktional ist und alles. Aber es hatte einen, es ist ursprünglich sinnhaft entstanden und ich bin nicht verrückt. Das ist, glaube ich, etwas, was man vielen Leuten mitgeben sollte. Sie haben gerade das Wort Neugierde auch benutzt. Und das ist für mich auch ganz entscheidend bei dem, womit auch ganz viele gerade eben mit Bindungs- und Entwicklungstrauma konfrontiert sind, und zwar Selbstaufgabe. Also was dann da, beziehungsweise was daraus resultiert. Und ich bekomme öfters die Fragen, die sind eigentlich, also Inhalt ist immer das gleiche, bloß in einem anderen Bezug, ob das jetzt darum geht, naja, ich stehe jetzt vor Berufswahl und ich weiß aber nicht, was ich will oder was. Na, also wer bin ich im Sinne, was passt denn zu mir? Bis hin zu, endlich bin ich ausgestiegen aus einem toxischen Umfeld, und da fällt mir immer der Titel von Milan Kundera ein, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Also wo man, ne, aus diesem Gefüge und aus diesem Käfig, aber auch Gefängnis, also Käfig ist für mich eher, was wir selbst in uns auch nochmal so machen. Aber Gefängnis ist, was wirklich von außen so massiv einwirkt. Man kommt raus und dann ist immer noch sozusagen mit diesem Käfig konfrontiert. Man ist ja eigentlich befreit, ne? Das ist wirklich wie so ein Bild. Das Vögelchen fliegt raus und wird trotzdem erdrückt, ja? Und dass eben dazu auch ein gewisser Neugierde dann da sein sollte, müsste, könnte oder auch erlernt werden könnte, sollte, müsste, damit diese Selbsterkenntnis Prozess beginnt. Ja, viele Menschen, wo die Käfigtür offen ist, ja, die sagen und machen es trotzdem, dass sie für sich weil wir tragen es ja in uns, nicht? Ja. Das war einer der Sätze übrigens, die ich als Kind, als Jugendliche, irgendwann auf dem Schulweg, so muss so 16, 17 gewesen sein,
Ich bin richtig stehen geblieben, das weiß ich noch. Es war so ein Magic Moment, ja. Und habe gedacht, unglücklich sein kannst du überall. Glücklich nur in dir selbst. Das war ein unglaublicher Moment der Wow. Erkenntnis, weil ich war ein unglückliches Kind und eine unglückliche Jugendliche. Und dieses Erkennen, dass mein Kummer, mein Leid, dass ich so weit laufen kann, wie die Füße tragen. Und ich nehme das mit. Eine Klientin hat mal zu mir gesagt, ich ziehe mein Leben wie einen dunklen Teppich hinter mir her. Ja, und dieses Gefühl, es mitzuschleppen überall hin, ist etwas, das, glaube ich, viele Menschen haben. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir versuchen, innezuhalten und uns zu sagen, oh je, alle meine Fluchtversuche, alle meinen To-Do-Listen, alles, was ich immer geradeaus, weiter Ja. gemacht habe, trotzdem nehme ich etwas mit. Ich entwickle mich dabei natürlich oder bestimmte Teile von mir entwickeln sich, aber es gibt so etwas, was ich mitschleppe und sich dem zuzuwenden. Zu sagen, gut, dann gibt es ein Unglück, mit dem ich lernen muss, das zu verstehen, vielleicht die Not, die eigene Not auch wenden zu lernen, dass das was Notwendiges ist, Ah. was ich tun sollte. Und viele merken dann, dass sie es alleine nicht hinkriegen. Ja, es gibt wirklich Bedingungen, wo man das selbst machen kann, sich durch eine eigene Entwicklung, eine Auseinandersetzung mit sich selbst aufrichtig, ja, und sich selbst sozialisieren sozusagen. Es gibt aber auch viele, die sagen, ich bin so verknotet in all meinen Gedanken, Ideen, da muss mich jemand locker machen, das muss jemand von außen sein, der mir dabei hilft, damit ich das alles wieder selber oder überhaupt zum ersten Mal selber sortieren und so weiter kann. Und da suchen dann Menschen andere auf. Und ich hoffe immer, dass sie gute Menschen aufsuchen, privat wie professionell. Ja, es gibt gute und schlechte in allen Bereichen. Sehr selbstsüchtige Menschen, die nur ihr Eigeninteresse verfolgen, die sind dann schlecht geeignet. Aber Menschen suchen. Such gute Menschen. Such Menschen, die an deinem Wohl Interesse haben. Ja, wo du spüren kannst, dass die dich meinen, wenn sie mit dir umgehen, dass sie sehen, dass sie widerspiegeln, dass sie fragen, habe ich das richtig verstanden? Dass sie nicht alles besser wissen und irgendwie irgendwas über dich drüber stülpen, sondern dass sie neugierig auf dich sind und bereit sind, mit dir zusammen zu lernen, wie du bist und was es vielleicht geben könnte, was helfen kann. Mit dieser Grundhaltung sollten wir Menschen begegnen, die in Not sind, und umgekehrt Menschen in Not, finde ich, Ihnen am besten zu raten, achte darauf, ob jemand so ist. Wenn jemand nicht so ist, meide die. Meide Menschen, wo du denen immer nur ein Stichwort gibst und dann sind die bei sich, ja, und dann reden die über sich und was sie brauchen und so. Und dann merkst du, ja, irgendwie komme ich hier nicht so richtig vor. Und das ist nicht gut. Ja, also mehr suchen nach Menschen, die dich meinen. Ja, das ist gut. Lieben Dank für diesen Hinweis und Empfehlung, weil ich habe ja selbst auch über 20 Jahre Psychotherapie-Erfahrung. Und ich glaube, dass auch sehr, sehr viele, gerade auch, ne, die ja so schon fast so, ob da, also mit chronischen Erkrankungen auch als also Folge von Traumatisierung im Sinne
dass sie somatische Beschwerden bekommen, alles. Sie haben schon fast so ein Ärztehopping, nenne ich das immer, eine richtige Karriere hingelegt und weiß keiner, was da eigentlich los ist. Und man erfährt leider immer noch oft genug, dass man sehr viel Zeit sogar darin investiert oder da rein investiert, in so ein, na, in so eine Behandlungsbindung reinzugehen und dass es eigentlich nicht zugute ist. Und ich spüre auch bei Ihnen und auch wie Ihre Kommunikation und Ihr Umgang mit den Menschen ist. Und Sie haben darüber auch schon gerade gesprochen, dass Sie auch selbst das erfahren haben. Und ich glaube, dass es fast das so ein Auszeichen ist, also von Menschen, die ihr begleiten und sehr gut helfen können, die ja das tatsächlich erfahren haben und das mitgefühlend und wirklich das Verständnis. Also das Verständnis ist nicht nur, dass ich das verstanden habe, dass etwas Ursache und Wirkung hat, sondern ein Verständnis für diesen Zustand, für diese damalige Ohnmacht, für all das, was passiert war und für diese Tragik auch, ja, dass wir uns damals nicht helfen konnten. Und das zeichnet die Guten aus für mich und das spüre ich bei Ihnen so tief und deshalb fühle ich mich auch so verbunden, ja, und bin ich auf Sie auch zugekommen, weil das ich finde es immer noch nicht oft genug. Ja, ich glaube, dass helfende Menschen wirklich um ihr eigenes Leid wissen sollten und sie sollten auch viel dafür schon getan haben. Ich habe wirklich bis Mitte 30 gewartet, Ende 30, als ich mich niedergelassen habe. Ich wusste nach so viel Kummer aus der Kindheit und so viel Unglück, wie wichtig es sein würde, dass ich mich sorgsam kümmere. Und dass ich nicht nur intellektuell was lerne und wissenschaftlich und so weiter und Handwerk, therapeutisch und alles Mögliche, wie man in der Welt sein kann. Aber dass es sehr gut darum gehen würde, mich selbst gut kennenzulernen, meine Untiefen zu wissen, um das nicht einfach so weiterzugeben, ja, unreflektiert. Denn ich sehe das auch bei vielen Kolleginnen, die ich begleite, dass die blinde Flecken haben. Zum Beispiel, kann eine nicht mit täterimitierenden Anteilen bei einer Frau arbeiten, weil wenn dieser Anteil da ist, der sozusagen dem Vater dieser Patientin entspricht, dann sieht die Kollegin immer ihren eigenen Vater. Und sie hält das nicht aus. Und da ist so ein Moment, wo deutlich wird, jetzt muss die Kollegin spätestens Ich etwas bin für zwar. sich tun, ja, weil sie sonst, also sie hat wirklich diese Therapie abgeben müssen. Das ging einfach nicht. Ja? Und das war für die Klientin ein Leid, dass sie eine solche Hoffnung in einen Menschen gesetzt hat, der ihr dann, wie ich hoffe, wenn sie meinem Rat gefolgt ist, gesagt hat, dass es nichts mit der Klientin, sondern mit ihr zu tun hat. Ja? Also dass man das nicht noch auf die Klientin bürdet. Ja? Aber ich glaube, dass ganz viele Dinge, die in unserer Gesellschaft passieren, die Art, wie wir mit Gesundheit und Krankheit umgehen, wie wir mit Kummer und Leid umgehen, so verkürzte Dinge häufig sind, wo wir sehen, Menschen versuchen zu vermeiden, dass sie sich wirklich sehr gut mit ihrem eigenen Kummer beschäftigen, damit sie auch viele, die im sozialen Bereich tätig sind, ja, die wollen lieber die anderen, lieber den anderen helfen und haben dann aber ganz ordentlich noch zu tun mit ihren eigenen Geschichten. Und wenn die nicht
gut mit sich arbeiten, und das müssen wir lebenslang, da hören wir nie mit auf. Ja? Es gibt immer wieder jemand, der uns an solche Grenzen führt, wo wir doch noch irgendwas haben, haben wir gedacht, ach, das ist schon lange erledigt, aber nein, da kommt es nochmal um die Ecke. Ja, Ja. ja. Und diese Haltung, die wir da brauchen als helfende Menschen, ist natürlich hoch anspruchsvoll. Viele können oder wollen so nicht mit sich selbst sein. Es wäre aber nötig, denn wenn wir gerade mit frühen Bindungstrauma arbeiten, dann kommen all die subtilen, unausgesprochen atmosphärischen Dinge hinein, irgendein gespürtes Grauen, etwas, was sich im Körper Resonanz vielleicht widerspiegelt, aber gar nicht mal so erst in Worte zu fassen ist. Und wenn wir dafür nicht gut durchlässig sind, sondern irgendwo unsere Blockaden und Ecken haben, wo wir was nicht sehen wollen, dann ist das ganz schwierig. Also es bleibt einem nichts anderes übrig. Generell finde ich, dass Menschen, die selbst tiefes Leid durchlitten haben und sehr gut daran gereift sind, das spüren die Menschen. Die spüren ganz genau, da muss man nicht sagen, was man erlebt hat. Ja? Die spüren genau, da kennt jemand richtig tiefes Leid, Verzweiflung, nicht mehr weiter wissen, Ohnmacht, Hilflosigkeit, Wut, wo man alles zertrümmern könnte, und alle diese anderen Zustände. Und wer mal dort war und weiß das und hat viel hoffentlich dafür getan, da möglichst nicht mehr hinzukommen, aber wohl wissend, alle diese Ja. Zustände hat es mal gegeben, ja, kann vielleicht auch was signalisieren von, guck mal, du kannst darüber rauswachsen. Es kann einen Weg geben, raus davon, da raus, ja. Erst gerade zu Jubiläum von Ihr Institut war jetzt auch über bei Auditorium Netzwerk auch gerade, ne, all ihre Aufnahmen und Vorlesungen wurden ja gespielt, aber ich habe sie ja auch. Aber ich habe jetzt mal auch im Zuge dessen wieder den Beitrag über Gehorsam angehört. Und das ist, glaube ich, ein ganz typischer Fluchtweg oder Fluchtmöglichkeit mit Sinn, wie Sie gesagt haben, was eben Menschen mit Bindungs- und Entwicklungstrauma haben. Und manche nennen das, glaube ich, auch Unterwerfung, ne? Also Unterwerfungstyp oder, aber das ist wirklich dieser Gehorsam und dieser hundert- oder tausendprozentiges Ausrichten auf Bedürfnisse anderer, woraus dann auch diese Selbstaufgabe letztes Endes entsteht oder auch, naja, selbst kann nur dann erst aufgegeben werden, wenn ja schon mal existiert hat. Also für mich heißt manchmal gab es noch nicht einmal. Und ich glaube, dass dieser Gehorsam und diese Unterwerfung ist auch häufig was gerade bei Burnout-Patienten mit so reinspielt. Wie sehen Sie das? Sowohl bei Burnout als auch beim Mobbing können wir das gut beobachten, dass jemand etwas zu lange aushält, durchhält, Signale übersieht, von das ist nicht mehr gut, das sollte ich nicht so weitermachen. Und versucht es doch noch und weiter und weiter und weiter und weiter bis zum Zusammenbruch. Und das sind sehr häufig Menschen mit Vorbelastungen, wo sie gelernt haben, wenn ich funktioniere im Sinne dessen, was andere wollen, und mich irgendwie anpasse und mitgehe, und gleichzeitig signalisieren sie häufig den anderen, gerade Mobbingopfer, da kann man das richtig studieren, sie haben irgendeine kleine Schwäche und die kommt raus. Ja, ob die körperlich ist, ob die eine Selbstunsicherheit ist, irgendetwas an irgendeiner Stelle ist wie so ein Leck, wo du durchsickert, Ja. mit
mich möchte dazugehören, aber ich fühle mich so unsicher. Ja? Und wenn andere Menschen bösartig sind oder wenn Menschen ausbeuten, was ein anderer Mensch an Kraft oder Fähigkeiten hat und nicht von sich aus dann fürsorglich, sorgsam damit umgeht, dann kommt es zu solchen Situationen wie Burnout oder Mobbing. Und die Menschen sind irgendwann total am Ende. Und dann kommt wieder alles raus, was sie sozusagen mühsam versucht haben, die ganze Zeit durch ihre enorme Anpassungsleistung, ihren Fleiß, ihren Willen dazu zu gehören, sind oft die besten Leute, ja, die dann sich so doll bemühen, irgendwie dazu zu gehören, zur Gesellschaft, zu einer Gruppe, zu einem Team, ja, oder vorneweg zu sein, gute Leistung zu bringen, Anerkennung zu haben und. Und irgendwann kommt der große Keulenschlag und dann sind sie wieder konfrontiert mit all dem, was eigentlich in ihnen so wühlt und quält und unausgeglichen ist und so, ja. Und wir versuchen ja, dass wir den Leuten sagen, du bist selber groß. Aber du weißt es eigentlich vielleicht noch gar nicht. Vielleicht können wir zusammenschauen und dir behilflich sein, dass du dieses Wachstum selber auch hast und das, was du alles kannst, auch innerlich so wird, dass es trägt. Und dann hältst du auch Belastungen anders aus. Ich finde so toll, und das wäre so ein nächster Punkt für mich, was wir vielleicht beleuchten könnten, dass sie durchaus auch darauf den Scheinwerfer hinrichten, dass wir Verständnis auch für die Täter gewissermaßen eben erlangen. Und bei mir war ja diejenige, wo, naja, diese 15 Jahre lange etwas bewirkt hat, das war ja meine Mutter. Und ich kann ja heute verstehen, also ich habe vollkommenes Verständnis für sie. Sie hat mich schwer traumatisiert, eigentlich schon damals auf die Welt gebracht, mit 22, 2 Jahre davor, dass die eigene Mutter, also meine Oma, im Schweinestall sich erhängt, von den Kindern aufgefunden war. Und mein Opa war ja aus dem Zweiten Weltkrieg heimgekommen, und da gab es ja 7 Kinder und die Frau, also meine Oma, und die waren alle terrorisiert, also wirklich auch körperlich schwer misshandelt, so aufgewachsen. Und meine Mutter dann, wo die Scheidung war von meinen Eltern, ist, also von da an hat sich ja so verändert. Und sie ist dann in die Psychose geflüchtet. Also ich kann das heute auch so betrachten, dass sie erstens kommt aus Ungarn, ähnlich wie damals DDR, dass ja alleinerziehend und natürlich 100% arbeiten gehen mit den 3- und 6-Jährigen. Und die Parentifizierung, was hier mir passiert ist, war ja auch eine Notwendigkeit, ne? Also ich sage nicht, dass es gut war. Natürlich war es nicht gut. Und die Folgen sind ja verheerend letztes Endes. Ne? Weil mehrfache so Dinge, Rollenverschiebungen, Wechseln, wie auch immer, Missbrauch passierte. Und dann halt dazu jegliche Gewalt. Also sowohl emotional, körperlich, sexualisierte Grenzen. Und das entschuldigt ja auch nicht all das. Aber ich habe Verständnis dafür, und ich weiß heute auch, wie das bei ihr auch entstanden ist und warum sie dann nicht raus konnte oder sie das nicht mehr geschafft hat, beziehungsweise bei ihr dann halt tatsächlich ein Ausweg dann halt nicht ein KPTBS geworden ist oder ein dissoziative Persönlichkeitsstörung, sondern sie ist halt in die Psychose, sie ist schizophren geworden. Und was mein auch noch im Moment so leid ist und auch mit ein ganz großer Motivation, warum ich den Kongress auch veranstalte, weil darunter auch meine Schwester jetzt eben gelitten hat bzw. bis heute leidet. Sie ist in schizoaffektive Störung geflüchtet. Und ich natürlich gehorsam,
ne, Selbstaufgabe für beide auch noch für Jahrzehnte lang weiterhin aufgekommen. Und erst wirklich vor ein paar Jahren konnte ich Nein sagen. Und bis hin war ich auch in diesem Tunnel, ja, also in diesem absoluten hochfunktionalen Dissoziation letztes Endes, ja. Und was war auch noch im Dienste dessen, mein Gehorsam zu erfüllen. Das ist doch Wahnsinn, oder? Und ich habe es nicht gecheckt. Also ich habe das nicht sehen können. Also es ist auch ein langer Prozess. Und ich habe halt auch erfahren, was diese auch transgenerativ, ne, weitergegebene Traumata auch schon potenziert, wo das enden kann. Und ich weiß heute auch, wenn die Gesellschaft entsprechend und auch die Familie entsprechend reagieren können hätte, also nicht mit Tabuisierung, Totschweigen, nicht existieren, also einfach, es existiert nicht. Und auch Wissen da gewesen wäre, dass ich annehme, dass sowohl meine Mutter als auch meine Schwester heute nicht dort wären und auch ich nicht dort wären, wo wir heute sind. Und das sind, also viele haben ähnliche Schicksale und bin überzeugt von, wenn gewisse Dinge aber parat sind und da sind und verfügbar sind, dann kann ja eben auch zu dieser Erkenntnis, zu Verständnis, zu, ne, zu Eigenermächtigung kommen. Ja. Ja, Sie haben verschiedene Punkte, ganz wichtige Punkte angesprochen. Das eine ist verstehen. Es gibt im Deutschen zwei Worte. Das eine heißt verstehen, das andere heißt Verständnis. Und ein bisschen ist ein semantischer Unterschied zwischen, Sie haben das Wort Verständnis gebraucht. Ich glaube, Sie haben verstehen gemeint. Ja, Ja. weil Verständnis hat im Deutschen etwas so Richtung vergeben, verzeihen, so etwas, ja. Und verstehen bedeutet erst einmal zu begreifen mit den Sinnen, was das ist oder was das war, ja. Und ich glaube, dass es häufig, wenn wir Eltern oder andere Menschen uns was Schreckliches angetan haben, es erstmal darum geht zu überleben, dann Ja, uns ja, zu ja, ja, pflegen ja. und zu gucken, dass wir besser werden und dann so allmählich unterwegs diese Fragen zu beantworten, die Verstehen möglich machen. Ob wir dann wirklich Verständnis haben im Sinne von, naja, du konntest es ja auch nicht besser so. Ne? Das ist schon ein bisschen mehr Richtung so Verzeihen, Vergeben. Das muss nicht sein, finde ich, bei vielen. Das ist auch was Wichtiges, dass immer wieder so geguckt wird, wenn wir was verstehen, sollen wir es auch verzeihen. Da finde ich, ist was. Nein, ich auch nicht. Nein, ja, denn gerade schon sehr schnell wird auch ja von kirchlichen, religiösen Institutionen häufig gesagt, naja, du musst verzeihen und vergeben. Das hat aber hätte einen Preis und der Preis wäre, dass man sich selbst nicht ernst genug nimmt. Ja, aber zum Wachsen gehört, sich selbst so ernst zu nehmen, dass man sagt, das war wirklich schlimm. Das war wirklich unendlich grausam und du bist an der Stelle verantwortlich dafür. Ja, du hast auch deine Geschichte, aber du hättest das niemals tun dürfen. Ja, ihre Mutter hätte ihnen das nie antun dürfen. Aus dieser Verantwortlichkeit kommt die nicht raus. Die ist zwar woanders hin mental gegangen, um sich dem zu entziehen vielleicht. Ja, auch da, nichts, was der Mensch tut, ist ohne Sinn. Wer sich der Verantwortung nicht stellen kann, will, wie auch immer, entwickelt viele Dinge. Zum Beispiel wissen wir ja bei Alzheimer-Patientinnen oder bei vielen Demenzerkrankten, dass die unter Demenz leiden, besonders viele unverarbeitete Vorbelastungen haben. Was? Ja.
Das heißt, ich sage den Leuten immer, wenn wir kein Alzheimer wollen, dass die beste Prophylaxe, also wir können natürlich aus anderen Gründen Alzheimer Ja. kriegen oder so, ja, aber die beste, eine der besten Prophylaxen ist, räume dein Leben auf. Ja. Lerne so viel, wie du kannst. Dann, das schützt dich vor schweren, nicht nur körperlichen, das wissen wir. Umgekehrt, wenn man es nicht macht, wie. Da kann man bis zu 20 Jahre früher sterben, wenn man frühe Traumatisierungen hatte. Man ist so viel anfälliger für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und den ganzen Verdauungsapparat durcheinander zu haben und schlimme Folgeerscheinungen im neurologischen Bereich und. Ja. Wer also frühe Belastungen gar nicht anguckt, der hat natürlich auch ein hohes Risiko für seine körperliche und seelische und geistige Gesundheit. Und umgekehrt ist es so, Verstehen ist etwas ganz Wichtiges. Aus Verstehen kann werden, wie viel man Verständnis haben will. Ja? Ich differenziere das, Sie merken Ja, das, ne? ganz Zwischen bewusst. Verstehen und Verständnis. Ja? Ja. Zu sagen, irgendwann dahin zu kommen, auch weil man selber was loslassen möchte. Okay, ich akzeptiere, meine Mutter ist auch eine gewordene. Sie ist bis dahin gekommen. Das hat sie gut gemacht, das hat sie sehr schlecht gemacht. Und ja, so weit habe ich auch ein Verständnis für sie. Ja. Das ist ein Schritt, der über das Verstehen natürlich hinausgeht. Und zum Verstehen, wir haben was ganz Wichtiges aus den Neurowissenschaften vielleicht dazu. Unser Hippocampus, das ist die Struktur im limbischen System, die ganz stark damit verbunden ist und ein großer, ein vernetztes System hat. Erfahrungen biografisch einzusortieren, das ist mir passiert. Episodisch, also das hatte Anfang, Mitte und Ende. Das ist raumzeitlich, es ist dort und damals passiert, an einem bestimmten Zeitpunkt. Narrativ, also mit den Sprachzentren verbunden, ich kann da irgendwas drüber sagen. Und der fünfte Punkt, der ist für mich einer der interessantesten, nämlich semantisch. Semantisch heißt, ich habe die Bedeutung des Ereignisses für mein Leben verstanden. Und diese Form des Verstehens, die ist es, die wir unbedingt fördern, weil wir sehen auch, dass das dieses Absetzen der vielen herumschwirrenden und einen auch plagenden Puzzlesteine aus dem Früheren, wenn die so zusammenkommen, eine gewisse Portion braucht es und dann setzt sich etwas ab. Dann können wir was loslassen oder es ins innere Archiv packen oder es in irgendeiner Weise für erledigt erklären. Wir merken, dass die Symptome deutlich besser werden oder ganz verschwinden, die damit verbunden waren in der Folge der schlimmen Ereignisse. Und dafür ist dieses, ich habe die Bedeutung der Ereignisse für mein Leben verstanden. Diese Art des Verstehens, die ist dafür ganz, ganz wichtig. Das ist das, was wir fördern wollen. Wie viel Verständnis wir für die Täter aufbringen, ist sekundär. Ja, es kann sein, dass wir da einfach Trennstriche machen und sagen, ich habe keinen Kontakt mehr dahin. Es kann sein, dass wir uns das sehr, sehr sorgfältig anschauen, auch damit wir es nicht irgendwie durch uns durch zu den Kindern und Enkeln durchlaufen lassen. Das wollen wir möglichst auch nicht, was wir da abgekriegt haben. Dafür ist es auch gut. Aber gar zu verzeihen, das ist ein riesiger Schritt. Und das ist auch nicht erforderlich, um ein gesundes Leben zu führen. Ja. Man kann, da kann auch ruhig, da widerspreche ich auch manchen meiner Kollegen. Ich habe das viel beobachtet, dass Menschen ein gutes Leben haben, führen und auch eine gute familiäre und Partnerschaft und Familie und weitergeben, auch wenn sie sagen, nein, ich verzeihe meinem Vater oder meiner Mutter nicht.
Ich habe dann gleich ein anderer Aspekt der Traumabehandlung oder Traumabegleitung. Und das ist dann nämlich die Traumakonfrontation, was ja auch immer wieder so umstrittig ist. Und es gibt halt verschiedene Blickwinkel oder verschiedene Sicht darauf, ob das notwendig sei zu einem erfüllten Leben. Muss ich das nochmal in all der Tiefe durchleiden? Oder auf welche Art und Weise, dass ich ja diese, was Sie beschrieben haben, ne, die einzelnen Fragmente, dass ich doch nochmal irgendwie zusammenfüge und dann ablege. Was ist Ihre praktische Erfahrung dazu? Wenn wir miteinander arbeiten, an der Lebensgeschichte, arbeiten wir immer auch am Trauma. Denn Trauma ist die Wunde, nicht das, die Details des Geschehens. Der Einbruch der Wunde, der psychischen Wunde in den Menschen, das ist das Trauma. Und wenn wir, ja, das kann mehr oder weniger tief sein. Das kann auch zu unterschiedlichem Auseinanderdriften von Zuständen oder Anteilen geführt haben. Aber zunächst mal haben wir einen verwundeten Menschen, mit dem wir arbeiten. Und deswegen haben wir immer mit dem Trauma zu tun. Immer. Wie viel von Ereignissen, Ereigniszusammenhängen wir unterwegs, die wir sozusagen einsammeln, ja, und da war das und da ist das passiert und ich glaube, ich muss mir einmal diesen ganzen, was, wann war das, wo war das, ja, ich muss es irgendwie zusammenfügen, wie viel davon notwendig ist, das ist ganz individuell verschieden, ja, es gibt Menschen, die haben mit mir auch sogar extrem dissoziative Leute, die haben sich innerlich zusammengefunden, so weit, dass sie sich herbeiholen konnten, was war ist heute Morgen passiert oder hilft mir doch mal jemand, ich komme jetzt hier nicht weiter innerlich. Ja? Und die haben sich gar nicht mehr angeguckt, was da hinten passiert ist. Die haben sich aber gefunden für ein gutes Leben, also ein Leben ohne Gewalt zu finden. Ein paar Menschen um sich herum, sinnvolle Dinge im Leben, die sie tun können, die ihnen Sinn und Würde gegeben haben, die haben das da hinten zugemacht. Ja? Mehr oder weniger, manche haben ein bisschen was angeguckt. Wir können nie, nie alles angucken. Das geht gar nicht. Ja? Also im Detail. Aber wichtig, glaube ich, für das Verstehen, was Traumatherapie wirklich heißt, heißt, dass wir mit einer Wunde zu tun haben. Und dass wir diese Wunde versorgen zusammen, wenn wir gemeinsam arbeiten. Also letztlich ist es ja so, dass helfende Menschen nur Anregungen geben können. Und die Menschen, die das im Austausch erleben, die spüren, das ist gut daran, das kann ich nehmen. Und nee, das ist es eher nicht, das weise ich zurück oder damit will ich nicht. Das ist wie, als wenn wir Werkzeuge reichen Ja. und sagen, kannst du damit was anfangen? Und jemand kann dann spüren, nee, das ist es nicht. Oder doch, ja, das kann ich gut brauchen, das kann ich gut nehmen. Ja. Also so eine Art der Zusammenarbeit ist das. Und letztlich geht es darum, diese große Wunde zu versorgen. Einer hat mal gesagt, es ist, als würde ich, die auch so sehr hochfunktional war, auf so einem Tanzboden tanzen. Und die Bretter sind aber verschiebbar, die sind löchrig. Und darunter ist ein Hohlraum, ein Loch. Und manchmal breche ich mit dem Fuß da rein. Und manchmal, da falle ich auch richtig rein. Wenn ich unten bin, dann tue ich alles, damit ich da wieder rauskomme. Aber ich spüre, dass das unter mir so wackelig ist. Und ich möchte das so nicht mehr. Und dann war klar, es ist aber kein sozusagen 1000 Kilometer tiefes Loch, sondern es ist ein Loch, ja,
Es ist etwas, was man angucken sollte oder ausloten oder die Bretter oben auch sicherer machen, wohl wissen, dass da drunter ein Loch ist. Ja. Gucken, ob da noch ein Teil von einem sitzt, der gerettet werden will, und so weiter. Ja. Also, aber es geht darum, das Leben besser zu leben Ja. und zufriedener im Leben zu sein und eine Freude zu haben im Sein. Und im Hier und Jetzt sein zu können. Und das ist das Entscheidende. Von daher, eigentlich haben wir immer mit der Wunde des Traumas zu tun. Aber wie viel wir davon anschauen, das ist ganz individuell. Okay. Was motiviert Sie in Ihrer Arbeit? Sie machen zwar ganz, ganz vielschichtig und viele, viele Ja, ich verschiedene mache ja viele Arbeiten, ne? Sachen. Also generell ist es, glaube ich, also es macht mich glücklich, kann ich nicht anders sagen. Ich finde, es habe hier einen tollen Job. Ja. Erstens, ich habe das bessere Ende der Wurst. Es ist schon passiert. Und, ja, und die Leute, die zu mir kommen, egal ob sie Klienten sind oder Kollegen sind oder was auch immer, Politiker, die mich was fragen oder eine Sonderkommission, wo ich herbeigeholt werde und so, die möchten gerne weiterkommen, ja. Und dieses, dass ich da mit dem, wie ich bin, mit dem, was ich mir so in mein Leben und in meine kleine Festplatte da oben geholt habe, dass das etwas ist, was Menschen sinnhaft erleben können. Das ist ganz toll. Und bei Klientinnen ist es so, es kommt mir immer so vor, auch bei Kolleginnen oft, es ist wie so ein Garten. Und da sind so Pflanzen drin. Und ich gehe da ein bisschen hin mit. Gucke, was brauchen die? Ja, ein bisschen Wasser hier, ein bisschen Dünger dort, ja, und dem Wachsen zuzusehen. Und zu sehen, auch zwischendurch kommt der Sturm und dann haut sie wieder um und dann richten wir es wieder auf und so. Ja, und sie lernen selbst ihr eigenes Gewächshaus zu bauen, dass sie sich vor Sturm, Hagel und Schnee schützen. Dass sie aber flexibel bleiben mit ihren Grenzen, und sich nicht total ausliefern. Wir hatten das mit Stichwort Burnout und Mobbing. Sich nicht zu offen machen. Das ist die große Gefahr vieler traumatisierter Menschen, dass sie zu offenherzig sind. Ja? Und dass sie dann auch immer wieder verletzt und so weiter werden. So, dass sie sich gut schützen können. Ohne dass sie zu starr zumachen müssen, nach dem Motto, ich will mit niemandem mehr was zu tun haben, ich verkrieche mich nur noch, nicht, das macht die Menschen auch unglücklich. Sondern ein flexibles Sein mit dem Öffnen und Schließen von möglichen Grenzen, und darunter wächst aber etwas und gedeiht und wird stärker und so. Das ist mir eine große Freude. Das ein toller Job. Und das kommt ja auch zu unserer Freude, nicht wahr? Also für all die, die genau mit Ihnen zusammenwirken oder zu Ihnen kommen als Patient. Wenn ich jetzt heute die Rolle Wunschfee für Sie spiele, ich bin heute ein Wunschfee und Sie hätten drei Wünsche, egal ob fürs Arbeit, für das Leben oder überhaupt, was wären diese drei Wünsche? Das ist unterschiedlich, ob es persönlich ist oder ob es fachlich beruflich ist. Ja, ich also persönlich habe Haben ich Sie immer viele? Nein. Gesundheit, Glück und immer genug Geld. Das ist Ja. so mein sind so meine besonders für mich persönlich. Also immer genug Möglichkeit, noch handlungsfähig zu bleiben, sozusagen. Aber für Gesellschaft oder für Menschen, wo ich so das Gefühl habe, das sind auch so Schutzbefohlene. Ich bin ja viel inzwischen in der Politik tätig. Ich wünsche mir sehr,
dass wir ein besseres Gesundheitssystem bekommen. Wir haben einen Reparaturbetrieb, der immer erst, wenn das Kind richtig dick im Brunnen ist, also richtig schlimme Sachen, da macht man ein bisschen was. Und das ist nicht gut. Ja, das Gesundheitswesen muss ein ganzheitliches Verständnis haben von körperlicher, seelischer und geistiger Gesundheit. Unser Immunsystem muss nicht durch noch Spritzen und noch mehr Pharma betraktiert werden. Unser Immunsystem muss vor allem durch gutes Leben und durch wertschätzende, liebevolle, achtsame und respektvolle Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, gepäppelt werden. In diese Richtung würde ich auf jeden Fall, dass also das Gesundheitssystem ein ganzheitlicheres Verständnis von Gesundheit entwickelt und Menschen auch darin unterstützt. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, niemanden zurücklassen. Das ist ein Hashtag von mir, von dem ich mir wirklich wünsche, dass es sich in der Gesellschaft absolut durchsetzt. Keinen Menschen zurücklassen. Der Langsamste gibt das Tempo vor. Das ist etwas, was schwer ist zu lernen. Ja, ich hatte mal nachdem ich viele flotte, große Hunde hatte, einen kleinen Jagdterrier-Mix mit 3,5 Beinen. Und die hat mich Geduld gelehrt. Ja. Wenn die an jedem Helmchen stehen blieb und so. Und solche Dinge, das Langsamste und das, was am wenigsten kann, an dem orientieren wir uns in unserer Entwicklung. Wenn wir das tun würden, dann würden wir auch unsere Umwelt anders sehen. Wir würden miteinander auch anders umgehen. Und wir dürfen einfach niemanden zurücklassen. Es ist, finde ich, ganz schrecklich, was da zurzeit ganz häufig passiert. Und was ich mir natürlich sehr wünsche, ist, dass die Verhältnisse, wenn ich einen Dritten haben darf, dass man sich sehr gut das Thema Macht anschaut. Wer hat eigentlich die Macht? Wer zieht die Strippen in unserer Gesellschaft und auch im Hintergrund? Und dass wir manche dieser Mächtigen auch mindestens erinnern, wenn nicht ihnen diese Fäden auch mal aus der Hand nehmen, wo sie destruktiv sind. Ja, dass wir eine gemeinsame Verantwortung für Gesellschaft haben, dass wir als Bürger, Bürgerinnen Gesellschaft gestalten, dass wir uns nicht so fremdbestimmen lassen wollen, sondern dass wir eine auch deutlich bessere demokratische Gesellschaft sein wollen, weltweit, als sie zurzeit mit dieser Konzentration von Macht in den Händen weniger die absurde Ideen teilweise haben über uns, dass wir da wegkommen von und stattdessen mehr in die eigenen Hände nehmen, was unser Leben gestalten soll. Und da Formen finden des Zusammenlebens und des Seins, die da förderlich für sind. Also wirklich mehr wieder Grassroots, ja, mehr von unten, mehr in kleinen Gemeinden, mehr analoges Leben statt digitalem, schon gar kein digitales Geld, ja, das wird ganz, da steuern dann nur die wenigen, was wir dann machen dürfen. Alle diese Dinge, dass wir solche Zusammenhänge sehen und dass wir auch dafür arbeiten, so das Thema von gesellschaftlicher Macht anders zu verteilen, als es bisher der Fall ist. Das sind drei große Wünsche an Gesellschaft, die sicher nicht in einer Generation zu lösen sind, aber vielleicht etwas ist, was ich mir für längere Zeit wünschen würde. Lieben Dank. Also als Wunschfee, da kann ich auch mich zusichern, dass es bis zum Weihnachten irgendwie das umgesetzt ist oder so. Das geht, glaube ich, gar nicht, jetzt wenn ich diese Wünsche mir gehört habe. Aber Neujahr, Neujahr. Okay, also eine Woche noch darauf. Na gut, Ja. mal schauen. Ich schau mal, was sich machen lässt.
Liebe Frau Riss, es ist mir eine Freude, mit Ihnen mich zu unterhalten. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für diese Möglichkeit, dass wir so zusammen hier eine Zeit gemeinsam sprechen konnten. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Eine letzte Botschaft an die Zuschauer und Zuhörer von Ihnen. Was würden Sie mit auf den Weg geben? Begnügen Sie sich nicht mit den schlechten Verhältnissen und machen Sie sich nicht zu Komplizen der schlechten Verhältnisse. Und sich niemals begnügen, das wäre schon viel. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Wirklich, dass Sie jetzt ja das unterstützen, ja, auch einfach vom Mindset her, von Ihren Werten her und ja, dass Sie die Zeit gefunden haben und hier die Zeit genommen haben. Ganz lieben Dank. Alles Gute auch für Ihren Kongress. Ich finde es sehr eindrucksvoll, dass Sie das mit so viel Sorgfalt und Mühe für so viele Menschen machen. Da haben Sie auch was Gutes, bringen Sie richtig was Gutes in die Welt. Vielen Dank. Dann sagen wir jetzt genau mit Frau Huber gemeinsam ein herzliches Tschüss und alles Liebe. Ja, und bis Genau. vielleicht irgendwann wieder.